So. Nehmen wir mal kurz das hier weg. Canceln wir mal die Changes. Ich brauche jetzt erstmal hier ein aus Grundriss. Wobei ich ein Haus mit Mitte brauche. So. Das Haus hat eine Mitte, oder? Ja. So, der Rest ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, da setzen wir jetzt nicht so einen, sondern so einen Plug rein. Links und rechts. So. In die Plugs können wir die Dinger setzen. Oder einfach direkt das Ding setzen. Jetzt nehmen wir die Rampe. Sieht zwar etwas seltsam aus, scheint aber zu funktionieren. Kann aber nur ein einziges Ding von der Rampe weg. Und das wiederum macht das Ganze ein bisschen antiklimatisch. Wenn ich jetzt noch mehr Stützbalken brauche, weil dann hätte ich jetzt noch... Also ja, es sieht recht seltsam aus, wenn das so reinhängt. Nee, das sieht alles irgendwie doof aus. Wahrscheinlich selbst mit den Dingern. Würde es gerade so gehen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich auch hier einen Plug. Und hier einen Plug. könnte da zwar die Dinger durchziehen, aber nichts mit den Rampen machen. Gib mir mal die Rampe wieder. Das soll jetzt einer kapieren. Also natürlich müsste hier... Ne, passt alles nicht. Ah, vergessen wir das Ganze. Ist alles gut, so wie es ist. Da gibt es halt Flachdachhäuser wieder. Da frage ich mich aber jetzt gerade auch. So, ich mache hier das Ding hin. Hätte klappen können, aber man muss es wirklich so machen. Damit es klappt. Schade. Schade, schade. Na gut. So, die letzten Stellen werden gefüllt. Ich finde schon cool, wie weit wir gekommen sind bis jetzt. Wir haben diese ganze Ebene flach gemacht. Also dieses Gebiet zu einer flachen Ebene gemacht und haben jetzt schon das Grundfundament unserer Burg drauf gesetzt. Wir warten jetzt nur noch auf die letzten Füller. Beziehungsweise den letzten Füller. Warten wir, dass sie die Steine wieder zurückbringen. So, die zwei haben noch Steine zum Zurückbringen und dann war's das. Dann sammeln sich alle Bricktrons hier. Und dann geben wir den neuen großen Bauauftrag. Ja, dann haben sie wieder zu tun. Dann werden wir einen losschicken, dass er den Ofen anschmeißt. So, lassen wir sie mal laufen. Wobei, Hydra, du kannst gleich mal herkommen. Den Ofen anschmeißen. Wobei, Hydra, du machst jetzt die Arbeit und ihr geht alle bauen. So. Dann beginnt es nun. Das große Bauen. So, dann warten wir mal hier kurz, bis er genau, jetzt können wir da den Rest reinpacken. So, jetzt kannst du anfangen, Holz zu hacken. Gut. Ja, das läuft. Und die brauchen dann nicht mal irgendwie eine Dings. Oh. Wie heißt es? Irgendeine Möglichkeit hochzuklettern, weil sie können auf dem Balken rumlaufen. Sehr schön. Oh, stimmt, hier habe ich vergessen zu. Okay, es ist gerade verkehrt rum. Macht allerdings nichts aus. So. Genau so möchte ich das haben. Du kümmerst dich gut ums Holz. Weil die verbrauchen jetzt auch jede Menge Holz. Und hier ist ein taktischer Fehler eingedrungen. So. Gut. Hier drüben sieht noch alles gut aus. Hier drüben sieht auch noch alles gut aus. Das klappt jetzt echt besser als gedacht. Und jetzt, wo es so langsam anfängt, Form anzunehmen und fertig zu sein, sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus, was ich mir da ausgedacht habe. Gut. Jetzt ist es allerdings mal wieder an der Zeit zu speichern. So, Save Override. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder.